Freitag 11.05 Uhr bei RTL. Jetzt heißt es Sieg oder Tod! Walter Matthau ist Captain Red. Furioses Kino von Roman Polanski. Piraten, Freitag 15.55 Uhr. Nur bei RTL. Here is their Hollywood Reporter! Am Sternenhimmel von Hollywood leuchten viele Stars. Doch nur wenige leuchten so brillant, dass sie verdienen, ein Genie genannt zu werden. Einer von ihnen ist sicherlich Robin Williams. Ein Interview mit diesem Mann ist wie eine Reihe von Interviews mit einem ganzen Dutzend von Leuten. Alle verschieden und alle albern. Stop it, let me finish. Es bedarf eines Regisseurs mit ganz besonderer Führungskraft, um die unbeschreibliche Energie von Williams in Zaum zu halten. Jemand wie Barry Levinson, der für Filme wie Good Morning Vietnam, Bugsy und Rain Man verantwortlich ist. Diesmal hatte er sogar das Manuskript selbst geschrieben. Der Film heißt Toys, Spielzeuge. Es ist ein surrealistischer Film über einen Spielzeugmacher, gespielt von Williams, der sein Leben der Freude und der Unschuld der Kindheit gewidmet hat. Die Probleme beginnen, als sein Onkel, ein General, versucht, die Fabrik zu übernehmen, um Waffen herzustellen. Nun muss der Spielzeugmacher kämpfen, um seine Spielzeuge zu behalten, die er so sehr liebt. They're possessed. Huevo de Diablo. Save yourself. Get away from here. It was wonderful. Zur Premiere kamen Bewunderer und Freunde von Robbins und Levinson. Unter ihnen Sean Penn, Billy Crystal und Bugsy-Pärchen Warren Beatty und Annette Bening. Nach seinem Lieblingsspielzeug befragt, erzählte Danny DeVito von seiner Schleuder, die er als Junge hatte. Dustin Hoffmanns Lieblingsspielzeug kam nicht aus der Fabrik. I think a dog, a real dog. Denn es war ein Hund. Rap-Musiker LL Cool J, der im Film Robins Vetter spielt, hatte eine offensichtliche Antwort parat. Phonograph, record player, I was always into that. That was my best thing. Es war der Plattenspieler. Robin Williams brachte sein Lieblingsspielzeug aus dem Film. Eine Jacke, die Geräusche nach Körperbewegungen macht. It makes noises, according to how you move. Ich habe auch sowas ähnliches. Das Ding heißt die Katze im Sack. Herzlich willkommen zur letzten Sendung von Hans Meiser im alten Jahr. Wir alle wissen, morgen ist Silvester. Und was Sie alle morgen Abend tun, das wollen wir heute schon einmal tun. Wir wollen einen Blick ins neue Jahr 1993 wagen und werfen. Und wir haben dazu Gäste eingeladen, die sicherlich vieles zum neuen Jahr zu sagen haben, auch zu unseren Gästen hier im Studio. Warum das so ist, das werden Sie gleich erfahren, wenn wir alle Gäste vorgestellt haben und wenn Sie die Sendung weiterverfolgen bis 17 Uhr. Sie müssen also eingeschaltet bleiben. Unseren ersten Gast möchte ich vorstellen, Georgina Miller aus Berlin. Herzlich willkommen. Guten Tag. Georgina wird bei uns etwas tun, in der Öffentlichkeit somit, was sie normalerweise nur im privaten Rahmen tut. Was das ist, ich sagte schon, Sie müssen eingeschaltet bleiben. Dann haben wir eingeladen einen Gast, wir haben mehrere davon eingeladen, auch noch im Publikum, die schon mal bei uns in Sendungen waren, die uns besonders aufgefallen sind. Alle Gäste fallen natürlich bei uns auf durch ihre Geschichten, aber diese sind uns besonders aufgefallen. Und vor allen Dingen auch Marlies Müller, herzlich willkommen. Hallo. Marlies Müllers Arbeitsplatz ist der Dom Süd in Köln und sie wird uns, denke ich, ein klein wenig von ihrem Geschäft erzählen können. Jeder geht mal zu ihr. Und ich begrüße ganz herzlich auch aus Köln Nick Hucklenbruch. Herzlich willkommen. Der Nick ist der Vertreter von Volke Stimme, wie man so ab und zu sagen mag. Er ist nämlich Taxifahrer und er hat, denke ich, eine ganze Menge zu erzählen, was er so erlebt, wenn er mit seinem Auto unterwegs ist durch die Straßen der Millionenstadt. Und ich begrüße ganz herzlich aus Neumünster, ganz hoch droben aus Deutschlands Norden, Ingeborg Differt. Herzlich willkommen. Ingeborg ist fast so etwas wie, ja nein, sie ist nicht fast so etwas, sie ist meine Kollegin. Und was sie so alles tut, darüber werden wir uns gemeinsam unterhalten. Frau Kollegin, herzlichen Dank, dass Sie kommen konnten. Und aus der Schweiz begrüße ich ganz herzlich René Bardet. Herzlich willkommen. Der
René ist auch ein Kollege von mir. Er ist Journalist und er hat eine Fähigkeit, um die ihn manche beneiden. Aber er sagt, diese Fähigkeit kann man eigentlich auch lernen. Und er wird gemeinsam mit uns auch einen Blick ins neue Jahr 1993 werfen. Jetzt habe ich alle unsere Gäste vorgestellt. Wir haben also mal ganz anders begonnen als üblicherweise in den vergangenen über 70 Sendungen, die wir seit dem 14. September dieses Jahres gemacht haben. Und jetzt wollen wir uns mit den Gästen unterhalten. Aus Berlin, Georgina Miller. Sie sind Heilpraktikerin, ja. Sie können Geistheilung machen. Sie können auch Karten legen. Ja. Haben die Karten Ihnen schon mal geholfen? Ja. Wie? Indem Sie mir eine Entscheidung abgenommen haben. Ist es denn nicht so, Georgina, dass diese Entscheidung, dass man die sich dann so hindrehen kann, wie man will? Ja, wenn man sich selber die Karten legt, auf alle Fälle. Also machen Sie das eigentlich mehr zur Unterhaltung? Na, vielleicht meine Entscheidung nochmal nach oder zu überdenken. Hat das Ergebnis der gelegten Karten Ihre bereits getroffene Entscheidung schon mal verändert? Nein. Noch nie? Also nein. Sie treffen erst die Entscheidung, legen dann die Karten und sagen, meine Entscheidung war richtig. Ja, richtig. Sie sind zu 80% schwerbehindert. Ja. Und Sie können trotz ärztlicher Diagnose, zumindest in Räumen, Sie können sich fortbewegen, Sie können gehen und Sie können von einem Platz zum anderen gehen. Was hat dazu geführt, dass Sie jetzt entgegen der Aussage der Ärzte trotzdem eigentlich ein Mensch sind, der überall hinkommt, dort wo er hin will? Ich hatte ganz einfach den ganz festen Glauben und den Willen, dass ich wieder laufen möchte. Und dieser feste Glauben und dieser feste Wille hat es geschafft? Richtig, und auch die Übung. Und natürlich die Übung, also ein ungemein starker Wille und ein Wollen. Und Richtig. Damit haben Sie dann Erfolg gehabt. Kann man eigentlich Ihre Fähigkeiten und Ihre Fähigkeit, Karten zu legen, kann man die lernen? Die Karten zu legen kann man bestimmt lernen, aber dass die Karten meditativ zu einem sprechen, nein. Was heißt das? Man muss von vornherein schon so ein klein wenig anders sein als ich zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie meditativ veranlagt sind. Ja, ich weiß es ja auch nicht, deswegen frage ich Sie. Ja, Sie müssen das sehen können. Müssten wir das vielleicht einmal austesten? Gucken Sie mich doch mal an. Bin ich meditativ veranlagt oder nicht? Kann man das so sehen? Nein, Sie sind ein zu großer Realist, aber sehr lustig. Ich bin Realist, bin ich auch ein klein wenig. Wir haben Fragen vorbereitet für Sie und haben Sie gebeten, diese Fragen, und Sie müssen sich da jetzt ein klein wenig hineindenken, zu beantworten. Es sind Fragen, die uns alle bewegen und die wir alle beantwortet haben möchten. Und wir werden dann ja vielleicht in absehbarer Zeit sehen, ob Ihre Fragen tatsächlich, ob Ihre Antworten auf unsere Fragen tatsächlich so zugetroffen sind, wie Sie das jetzt uns gesagt haben. Mhm. Und wir haben das ein klein wenig vorbereitet mit kleinen Einspielfilmen und wir wollen jetzt mal hören, wie die erste Frage lautet. Hans Meiser fragt, wer bekommt die Kinder von Charles und Diana? Ja, Georgina, wer bekommt sie? Diana bekommt die Kinder. Aber allerdings ist diese Trennung vollzogen innerlich und ich vermute, dass sie auch in den kommenden Jahren äußerlich vollzogen wird. Dass im Hause Windsor der Scheidungsrichter das Wort spricht? No, ich glaube, dass man vielleicht sich da anders einigt, dass vielleicht ein bisschen die Monarchie wackelt. Aber doch, es geht weiter, als es bis jetzt gegangen ist. Ja, wobei das eine ganz eine furchtbare Sache ist für beide. Ja, das ist bei jeder Familie, in jeder Ehe so. Richtig. Da ist es vielleicht besonders schlimm, weil die ganze Öffentlichkeit immer drauf schaut. Eben. Georgina, hier ist unsere nächste Frage. Hans Meiser fragt, wird Boris Becker Vater? Nein. Zumindest kein Legitimer. Was? Kein Legitimer. Also der macht so, als ob, und dann wird er Vater, aber er heiratet nicht. Zumindest heiratet er nicht. Sagen wir mal so. Mein Gott, auf eine Frage mal gleich zwei Antworten. Unsere nächste Frage. Hans Meiser fragt, wie viel Kilo verliert Helmut Kohl bei seiner Osterdiät? Ja, wissen Sie, da ich gebürtige Österreicherin bin, ist die Frage für mich schwer, weil in Österreich gibt es natürlich gutes Essen. Der fährt ja mal in Wolfgangsee, ne? Naja, da isst man auch gerne speziell Knödel und so, ne? Und Salzburger Nockerln und so. Genau. Naja, wollen wir ihm vielleicht so 5 Kilo geben. Mensch, wenn der 5, Georgina, wenn der 5 verliert, so ein bisschen, wie viel verliere ich denn im nächsten Jahr? Wollen Sie denn was verlieren? Nee, ich fühle mich so sauber. Ich behalte die. Fra-
Frage Nummer 4. Hans Meiser fragt, wann hat er die verlorenen Pfunde wieder auf den Rippen? Nee, am besten ist, man behält sie und man behält auch seine geistige Regheit. Ja, dann bleibe ich wirklich lieber so, wie ich bin. Ja. Frage Nummer, mein Gott, was kommt jetzt? 5. Hans Meiser fragt, wie wird der Sommer 1993? Tja, da denke ich, dass er sehr verregnet wird mit kurzen, heißen Perioden, aber eigentlich nicht so schön wie der letzte Sommer. Also wir müssen dann länger warten, um wieder so einen richtig schönen Sommer zu haben. Ja, einen neuen Regenschirm dann vielleicht kaufen für diesen Sommer. Und jetzt die letzte Frage, Georgina. Hans Meiser fragt, heiratet Mutter Beimer in der Lindenstraße? Das interessiert mich. Das interessiert uns doch dringend. Dann hätte ich mir sollen eher die Sendung mal so ein bisschen angucken. Aber so rein aus dem Gefühl würde ich sagen, ich habe mir ja die letzte angeguckt, dass sie alles mit ihren Kindern unter Dach und Fach bringt und sie wird heiraten. Sie muss ja nicht in der Lindenstraße heiraten, die kann ja auch in der anderen Straße heiraten. Naja, irgendwo halt. Ne? Sie heiratet. Also Georgina, wir müssen natürlich, sie, wenn Sie wollen, Sie dürfen bei uns immer klatschen, also ich meine... Es war ja gerade schon so ein bisschen Kritik aus dem Zuschauerraum. Also die 5, die geklatscht haben, finden es klasse, dass Mutter Beimer heiratet. Den anderen passt es überhaupt nicht, weil sie vielleicht selbst hinter ihr her sind. Wir werden es natürlich dann heute in einem Jahr, am 30. Dezember 1993, Georgina, müssen wir alle Ihre Fragen nochmal nachkontrollieren. Ja, das ist mir vollkommen klar. Nicht? Ja. So, jetzt wollen wir dann zu unserem nächsten Gast gehen. Marlies Müller heißt sie, ist 56 Jahre alt. Sie kommt hier aus der Gegend von Köln, aber sie arbeitet in Köln. Herzlich willkommen noch einmal. Und Marlies, was tun Sie genau? Ich bin Klofrau. In der Unterwelt am Dom. Am Dom da? In der Unterwelt. Ort, da gibt es eine Unterwelt? Mhm. Wir sagen immer die Unterwelt. Haben Sie da so einen Aufenthaltsraum, wenigstens mit Tageslicht? Ja, nein. Tageslicht haben wir nicht. Ach, die Luft ist da auch viel zu schlecht bei dem Autoverkehr und so, nicht? Da ist die Luft gar nicht gut und so. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich, wie nennen Sie eigentlich die Menschen, die zu Ihnen kommen? Kunden? Wir sind Kunden, ja. Ja? Ja. Haben Sie Kunden denn erkannt, als Sie schon mal bei uns waren? Sehr, sehr viele. Echt? Warum sagen Sie das so gequält? Nein, ich hatte nicht gequält. Im Gegenteil, das Essen war großartig. Wie war das? Ja, ich will das nicht sagen, das Finanzamt hört mit. Ach, das Echo! Marlies, haben Sie Wünsche für 1993? Ja, dass ich meine Arbeit behalte. Wieso? Weil die Stadt will das ein bisschen ummodeln. Wie wollen die das ummodeln? Ja, ich will an privatisieren. Alles mit, wie sagt man jetzt, also dass da keine Wartung mehr ist. Sie haben uns sondern gesagt, dass da unten also eben die Leute so kommen und gehen und dann mit Automaten. Mit Automaten? Richtig. Wie geht das denn? Ja, Geld reinwerfen, Tür aufmachen, wieder raus hier. Wenn man nicht mehr drauf gehen kann, denn wenn da unten keiner ist, ist es doch nicht mehr sauber. Ja. Ist da nur der Unterschied, ihr Geld sind sie quitt, das gibt ihnen keiner mehr wieder. Ja, und man wenn bei mir jetzt einer kommt und sagt, da war irgendwas gewesen, beacht man nicht, der könnte das ja dann wieder. Mhm. Dann soll er mit glücklich werden, wenn irgendwas nicht ist. Aber da ist auch keiner mehr da. Wie wenn irgendwas nicht ist? Auch wenn es nicht geht, kriegt man das Geld auch wenn sie frech sind und oder nichts nutzig sind, natürlich. Ja. Ich kann doch besser 45 Pfennig verzichten als wie die anderen Leute. ist da eigentlich in den 45 Pfennig auch Mehrwertsteuer drin? Ach, nee. Das weiß ich nicht. Nee. Brutto für netto, ne? Nee, das rechne ich ab und das ist mir ja nicht. Kriegt man eine Eintrittskarte bei Ihnen? Nein, noch nicht. Bitte was? Noch nicht. Eintrittskarte gibt es ja nicht. Es gibt ja Idioten, die sich schon bei Sport einfahren lassen. Vielleicht schiebe doch mal Eintrittskarte. Was halten Sie eigentlich von... Von dem, was die Georgina macht, Karten legen, Wahrsagen, in die Zukunft schauen. Nee, da halte ich nichts von. Warum nicht? Ich wäre eine steinreiche Frau. Und ich wäre immer nur auf Reisen.
was jetzt Horoskop und Karten lesen, meine, ich habe eine Arbeitskameradin, die macht das auch. Und die sagt immer, du kriegst große Geld, kommt auf dein Haus zu. Das ist bis heute, hat das mein Haus noch nicht gefunden. Yes. Aber dazu ist zu sagen, das Fernsehen kam. Das große Glück, ne? Das Fernsehen. Ja, aber das ja. Hier war ja so groß. Ne? Und die Reisen, ja, das war ja auch eine Reise von Köln bis Fürth, ja, aber auch. Ja, ja. Marlies, Sie halten also nicht viel davon, aber Sie haben natürlich Fragen jetzt an die Georgina, die Sie stellen wollen, nicht? Denke ich doch mal. Ja, das ist aber eben schon gefragt worden. Nee, nee. Doch, also, der Boris Becker. Naja, den vergessen Sie doch, Boris Becker. Nee, den kann ich nicht vergessen. Nee? War der bei Ihnen auch schon mal? Nein, nein, aber den lieb ich. Der kann sich der Junge nicht vergessen. Nee, also dann fragen Sie ruhig den Boris nochmal. Ja, nee, der heiratet nicht. Ne? Er bleibt frei, er bleibt frei. Da kannst du mir die Hoffnungen weitermachen. Ja, ah, da brauchst du nicht zu sagen. Das muss sein. Prima. Aber Sie haben es ja nur, Marlies, Sie haben es ja nicht nur mit den kleinen Bällen, Sie haben es auch mit den großen Bällen. Und da haben Sie auch noch eine Frage, ne? Mit was? Mit den ganz großen Fußbällen haben Sie es doch auch. Ja, mit dem ersten FC Köln. Und nur lacht mich nicht aus, ne? Nee. Wer ist der Meister? Oh, oh. Nein. Nehmen wir auch hin. Aber ich, nehmen wir hin. Muss man so sehen. Es ist eine sehr sympathische Mannschaft und natürlich, das zeichnet sie aus, wie wenn sie Meister wäre. Jod. Also von bin ich auch mit ein. Georgina, von der Sympathie her werden die Meister, deutscher Sympathiemeister. Genau. Prima, damit sind wir in Köln auch zufrieden. Zu unserem nächsten Gast, zu Nikolaus Karl Hucklenbroch. Oh, by the way. Stimmt das nicht? Ja, das ist postal. Das heißt, das steht so im Hausstandsbuch. Im Nikolaus, da steht so im Hausstandsbuch. Ah, ja. Ne? Ja. Aber der Rufname ist Nick. Nick. Sind Sie eigentlich, nachdem Sie bei uns waren, als einer von 5 Taxifahrern aus ganz Deutschland, sind Sie da mal hinterher angesprochen worden? Ja, heute noch. So lange hält Ihr Ruhm? Ja, was heißt Ruhm? Ich meine, es sind Leute, die gucken die Sendung jeden Tag. Ne? Die von 4 bis 5 ist immer eine interessante Sendung. Und heute war ich am Kaufhof von der Hauptzentrale und sagte, da bist du der Nick? Ich sage, ich scheiße nicht, ich kenne es aber ja. Das hätte ich schon nicht im Fernsehen gesehen. Haben Sie schon Autogrammkarten drucken lassen? Nee. Ich sag der Chef, aber der Charles Bronson ist krank, da muss ich demnächst auch entspringen. Haben Sie Wünsche für das kommende Jahr? Ja, Gesundheit, das Übliche dann. Gesundheit, ne? Dass das Einkommen stimmt. Und das vor allen Dingen, was mit der Regierung was passiert. Was soll denn mit der passieren? Ja, dass was ändert, dass die was macht.